das so extremst verdreht, dass ich mir gedacht habe, what the... Was ist denn falsch bei dem? Jetzt mal im Ernst, irgendwas muss doch da nicht richtig sein. Irgendwas ist doch da falsch. Also auf jeden Fall... Ja, wenn man sonst keine interessante Persönlichkeit ist, muss man sich halt entweder in die Opferrolle suchen, stellen oder Dingsbums. So ist es nun mal. Aber trotzdem, ey. Der war... Also wenn ich alles so rein... Wenn ich mir wirklich alles so reinziehen würde, was er so sagt, dann müsste ich den ja echt fertig machen. Da habe ich den Zui schon geschrieben. So, Graf, Zeldri Beef. So gemeint, ne. Das ist kein Beef, das ist eine Vernichtung. Wirklich, dieser, der geht mir echt auf den Sack. Wenn er schon nicht zu, soll er wenigstens aufschreiben, was er in der Woche gemacht hat und sich dementsprechend Gesprächsthemen suchen. Aber das ist ja unglaublich. Ja super, jetzt kann ich wieder zurücklatschen. Nur für ein paar Zähne. Warte mal, wie komme ich denn da? Doch, nee, 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 nee. War schon richtig, dass ich da nochmal zurück bin. Da ist nämlich nur eine goldene Flasche. Auf jeden Fall ging er mir da gerade so. Als ich das gesehen habe, ging er mir so auf den Sack. Hätte ich ihm am liebsten seinen fetten Arsch getreten. Also ich bin ja echt normalerweise eine friedliebende Person, außer wenn man mich verarscht. Und das ist ja unglaublich, ey. Das ist kein Rap-Battle-Club, das ist... Das ist wie ein Ding gegen sein Kinn. Das irgendwie schaffen. Ich muss hier hinten eine Bombe drauflegen, dann zurücklaufen, hoffen, dass das Ding hoch genug ist. Oh, war das knapp. Ernsthaft. Graf würde ausrasten. Ich würde da gar nicht ausrasten. Ich würde mir einfach nur sagen, nee, ich würde da nicht ausrasten. Ich würde einfach sagen, nee, das ist es mir nicht wert. Das ist halt ein, es ist ein Unterschied, weißt du, das ist immer so, wenn die Leute nicht zugeben wollen, dass, sie, dass es Menschen gibt, wie mich zum Beispiel oder ihr, die klug genug sind, um zu checken, okay, der labert Müll, das ist Müll, das bleibt Müll, das wird nicht besser. Das ist wirklich Trash, geistiger Abschaum. Also hier geistige Kernbehinderung. Warum springst du nicht alles? Und da müssen sie halt die Fakten verdrehen. Dabei ist das totaler Quatsch. Der ist doch derjenige, der sich ganz gerne, wie heißt es, triggern lässt. Naja. Und es ist halt ein Unterschied zwischen ich beende den Stream oder mache ein anderes Spiel, ja. Das ist halt bei vielen oft so, dass sie gar nicht checken. Für die meisten in dem Spiel ist es halt so, dass Stream beenden, Spiel beenden, zeitgleich gleichzusetzen ist mit Stream beenden. Das ist aber totaler Quatsch. Und dann ist halt die Frage, ausrasten? Ich bin wegen Flo noch nie ausgerastet. Gut, das heißt ausrasten. Also ich bin da schon sehr beleidigend und direkt geworden, das stimmt. Aber...
Das war wahrscheinlich irgendein Stream unter der Woche. Da kann man sich vorstellen, was das für ein, was das ist. Von daher. Ich meine, ich habe theoretisch, habe ich es auch mal probiert, habe auch zwei Benutzer mit meinem YouTube-Account. Einmal Let's Play Babyschritte und einmal Dingsbums. Und einmal, wie heißt's? Einmal halt Gravalna. Aber das bringt halt nichts. Oh, du Ratte. Na komm, schieß deine Bälle ab. So, großer Mümmelmann, was nun? Ach, scheiße. Ja, es passt, aber das Traurige ist, es passt halt einfach perfekt rein. Fortnite und Flo und dann nur noch rumhaken. Es passt einfach so vieles. Hallo, Alice, lauf! Schneller. Wenn ich nicht wüsste, dass das Blut ist, würde ich sagen, coole Pfütze. Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das Gespiegelte. What? Alles klar. Schach und die böse Grinsekatze und wieder so ein... Oh. Das ist halt so typisch. Ich glaube, den Stream habe ich auch mal rangeguckt. So... Oh, das wird jetzt schwierig. Oh, scheiße. Ist die Frage, wo muss ich hin? Perfekt. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, ey, pff. Wo ich lang muss, weiß ich. Nee, nach der Farbe geht's nicht, das ist glaube ich schon. Da gibt es schon andere Sachen. Naja, auf jeden Fall, um das Thema nochmal aufzugreifen, es ist einfach so traurig, dass man als Streamer nichts anderes kann, außer wenn man schon ein Spiel streamt,
dann immer wieder auf derselben Person irgendwie versuchen rumzuhacken, nur um positives Feedback von seinen Zuschauern zu bekommen, aber auf der anderen Seite sich immer darüber beschweren, dass dieselbigen Troller immer anfangen, einem, ja, nee, die bringen mich zum Weinen und zum Heulen, oder dann gehe ich weg und, weißt du, auf der einen Seite rumheulen, offen im Stream flennen, wirklich flennen, als 32-Jähriger oder 33-Jähriger, das musst du dir mal vorstellen, und dann permanent irgendwie, ja, ich habe da die Leute, die mich zum Weinen bringen dabei, die wollen mich zum Haten bewegen, und dann machst du die Leute fertig, die einzigen Leute, die wirklich dir noch, die wirklich noch auf deiner Seite einigermaßen sind. Einfach weg. Dass du dir das halt mit den letzten auch noch verscheißt. Wenn man das macht. Komm, Alice, nicht trödel! Du hast schon den Zug verpasst! Ich weiß, dass er das ständig macht. Das macht den Fakt nicht besser. Irgendwann muss man doch mal sehen, okay, ich bin keine 11 und keine 12 mehr. Wenn er 14 wäre, würde ich das verstehen. Aber der Kerl ist paar 30. Der geht auf die 40 zu. Leute, irgendwann muss doch mal gut sein. Irgendwann muss man doch mal merken, okay, die Leute wollen nur Hass. Das ist bei der Florenzia Community ist es leider der Fall. Die Leute, die am lautesten schreien, am lautesten schreiben, am meisten hier rum, das sind die, die am meisten Hass wollen. Die wollen Action, weil denen stinklangweilig ist. Die wollen Stunk und Krieg und allem drum und dran, aber das sind die Leute, die den nicht ausbaden. Und der lässt sich halt triggern davon. Und wenn du dich halt nicht triggern lässt, dann werden die Wahrheiten halt rumgeschrieben. Ich zum Beispiel lass mich nicht triggern. Ich hab dann den Stream ausgemacht und denk mir so, ja, wenn die nur Stunk machen wollen, dann fertig. Aber es gibt halt Leute, die das nicht verstehen, die zu dumm dafür sind, die geistig nicht in der Lage sind, zu differenzieren. Und da kann man sagen, was man will, ist so. So und nicht anders. Lass mich raten, hier gibt's wieder... halt nicht kann, dann sollte man es lassen. Wenn er wenigstens ein großer YouTuber wäre, ist er ja nicht. Ist ein kleiner Lappen. Vor allem immer dieses, was ja auch ganz lustig war, bei dem Dicken, es ist noch nicht mal Bildleser. Das ist ja das Problem. Der kann ja nicht mal lesen. Richtig, deswegen bezweifle ich, dass der überhaupt das Dingsbums, dass der überhaupt eine Zeitung liest. Ja, wie gesagt, normalerweise bin ich echt nicht so der Typ, der das macht, aber das macht er ja permanent, dieser Schwabbel. Von daher darf ich auch mal hier Stunk ablassen. Klingt jetzt hart, aber so ist es einfach. Okay. Hier ist eine Plattform. Auf jeden Fall, ich will da auch gar nicht so lange quatschen. Nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben. Hast Angst, Hitten und Wetterbericht. Aber so ist es einfach, Hino. Ich weiß,
dass dir dieses Verhalten nicht gefällt, dieses in Klammern ablästern, und da gebe ich dir recht. Ich bin ja normalerweise, kennst mich ja lang genug mittlerweile, ich bin ja normalerweise auch nicht so der Typ. Aber er macht es ständig und immer dann, wenn ich nicht da bin, immer nur um Aufmerksamkeit und Dingsbums zu bekommen. Irgendwann muss es doch mal gut sein. Irgendwann muss man doch mal sagen, okay, irgendwann muss mir das doch nicht ewig gefallen lassen. Also irgendwann, ich bin auch nur ein Mensch. Manchmal will ich auch Luft ablassen. So ist es nun mal. Gut, ich muss auf die andere Seite. Und wenn der das permanent macht, ständig, weißt du, über Leute ablästern, die einfach nicht da sind und einfach Fakten verdrehen, die nicht stimmen. Klar hat man in Florenzia-Hater, weil ich halt mich erstens nicht zum Idioten mache wie der Dicke mit Down-Syndrom und zwei Flaschengläsern auf dem Hals. Und zweitens, lass mich halt darauf nicht ein, weißt du? Wenn mich genug Leute verarscht und geärgert haben, habe ich mir gedacht, nee, das bin ich mir nicht wert. Und von daher habe ich dann auch abgeschaltet. Das heißt aber nicht, dass man sich da... wie soll ich denn das erklären? Ja, das heißt aber nicht, dass man da ausrastet und so ein Kram. Nee. Ich habe mir einfach gedacht, gut, alles klar, kann ich jetzt nicht machen. Und es wurde mir dann auch zu viel. Und vor allem, muss ich ja ganz ehrlich sagen, der Grund oder beziehungsweise der Fakt, dass ich ja in Klammern gebannt wurde, ja, das musste der Zentrum mir auch erst auf die Nase binden. Oh, wir sind gebannt worden. Wurdest du auch gebannt, Graf? Ich so, ja, keine Ahnung. Und dann 2 Monate später habe ich irgendwann mal nachgeguckt, war mir das Spiel wirklich scheißegal. Vorher schon scheißegal, weil deswegen ging der Bann in diesem Kack-Game so dermaßen einfach an mir vorbei. Nur wenige finden den Weg. Manche merken es nicht, wenn sie es tun. Manche wollen einfach nicht. Aber ich scheine ja doch irgendwie, entweder hat er ja sonst außer YouTube niemanden. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer YouTube hat er, scheint er niemanden zu haben, weil ich kenne ihn ja auch nur via YouTube. Und der muss da ja echt Probleme haben, dass er mich... mich benutzen muss, um bei seinen Florenzianern, wo jeder mit... Das sind nur 3 Leute maximal, vielleicht auch 5. Das war's, weißt du? Es ist einfach so dieser Drang nach Aufmerksamkeit. Ich muss jetzt irgendwas machen. So, was kommt am besten an? Klar, wenn du über jemanden ablästerst, wenn du beleidigend bist oder sonst was. Primitive Goldschiene ist eine ziemlich sichere Goldmine. Und er folgt dieser... Und, das ist es einfach. Hi! Hola, Sornior. What? Und, wenn man das halt braucht, ist es traurig. Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet, ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Siehste, jetzt sind die Memories fast komplett. Yes, German. Sorry about this. But if you want something to understand me, then I can comment in English. But please forget the grammar, because I'm pretty, pretty bad in English. Pig nose, I can see, I can hear you. Ah, here you are. I pepper your nose. Yeah, let's rock, Alice.
Hi. Naja, auf jeden Fall, um das Thema nochmal aufzunehmen, es ist halt unglaublich traurig, dass der Zeldricon halt permanent über mich abhetzen muss, nur damit seine Follower, die ihn dann später, seine Leute, die ihn dann später... oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. dass halt seine Leute irgendwie ihn mit ihm ein Gesprächsthema haben. Das ist so traurig, zumal ich seit, wie gesagt, fast 2 Jahren mit dem Spiel nichts mehr zu tun habe, mit dem Online-Spiel. Und dass immer noch froh bin, er halt davon nicht wegkommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Neid. Ich meine, was ist denn bei ihm passiert? Gar nichts. Seitdem wir beide da gebannt wurden. Nichts, niente. Es gab keine Verbesserungen, es gab keine Bewegung in seinem Leben, nichts. Dass das einen frustriert, ist klar. Dass er das bei mir ablagern muss, ist traurig, aber das ist halt nun mal so. Ja, was ist bei mir passiert? Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Hab Einstellungsgespräche gehabt, die wahrscheinlich in einem Preissegment sind, wo er niemals hinkommen wird. Schon gar nicht, weil er keine Lust hat, sich weiterzubilden. Sagt er selbst, also sind mir jetzt keine Fehlinformationen. Als Informatiker achte ich immer so ein bisschen drauf. Und das ist halt echt incredible. Das ist unglaublich, dass er das halt braucht. Und ich bin halt kein Typ, der sagt, jo, wir dürfen auch laufen. Noch. Nein, das habe ich von so einem Dicken nicht nötig. Von so einem kleinen 30-Jährigen, der lästert wie ein 12-jähriges kleines Lümmelkind. Nur weil er erstens keine Arbeit findet, keine Zukunft findet. Und ich meine, es sind ja seine Dingsbums. Wie heißt, es sind ja seine, sind ja seine Aussagen. Ja. Mitte, na doch, der ist 2, 3 Jahre älter als ich. Das bedeutet, er ist Mitte 30 ungefähr. So fast. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast ja, vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Oh, Tee und Kuchen ist cool. Da bin ich dabei. Wie gesagt, ist ja seine eigene Aussage, dass er halt noch in Klammern Jungfrau ist. Oh, ich bin ja noch Jungfrau. Hat er beim letzten Mal selbst gesagt. Ich denke so ernsthaft. Das war Zufall, dass ich die getroffen habe. Und wenn du halt so jemanden hast, Alter, geh raus, mach was aus deinem Leben. Egal wie du aussiehst, das wird schon. Geh raus unter die Leute. Aber doch nicht so, ey. Und dann noch unter der Woche, wo halt jeder normale Mensch entweder schläft oder arbeiten geht. Zeldricon meistens nachts. Weil erstens, da hat er Ruhe. Zweitens, da man nicht arbeiten muss, kann man natürlich auch zu solchen Uhrzeiten anwesend sein, weil man am nächsten Morgen ausschlafen muss. Deswegen, ja, aber wenn man dann noch über andere ablästern muss, die einfach gesagt haben, okay, ich höre jetzt das Spiel auf, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich spiele es nicht privat weiter, ich heule nicht beim Support rum, nee, 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 kann ich wenigstens weiterspielen, ich habe sonst keine Zuschauer und pipapo, sondern, ja, ich meine, bei mir ist es ja auch so, wenn ich Florenza streame, da hätte ich auch viel mehr Zuschauer, aber ich denke mir so, ja, nee, lieber 5 Zuschauer, wo ich weiß, die gefallen mir, die sind super, anstelle von irgendwelchen Multi-Accounting-Typen, die einfach nur ihren Stuss und Frust loswerden wollen. Und das ist einfach Quatsch. Ja. Boah. Ist das mies. Ist halt schon traurig, dass das braucht. Ich meine, wenn es jetzt ein 14, 15, 13-Jähriger wäre, könnte ich es verstehen und sagen, okay, es macht das Alter. Aber der Kerl ist alt genug, egal was für angebliche Psychosen der hat. Das stimmt. So.
Entschuldigung, Hino, das musste jetzt mal raus. Sure, we... I... For our... For... All our... So yes, me? New? Wow! No! No, 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 not today, not today, here! A rabbit! No, no, no! You are not my type! Na, du bist nicht mein Typ! Iss mich! No, Cake, Cake, yay! Wow! Ja, immer schön Nachtisch essen. Eat your cake makes you big and nice! Oh, drop down the sands. I am screwing. I'm fucked up. Ehrlich. Soll ich auf Englisch weiter kommentieren oder German? Alles make. Break all. Als Riesin, as Giant, kann alles stampfen und schmettern. Ja, ja, wir machen alles kaputt. Yo. Alice, break down all. I am Alice. I make all. I destroy you. Noch. I am Big Alice. I destroy the complete world. Beautiful. Eh? What? Saku. Ah, Saku. Hi. I am Big Alice. I'm going to destroy you all. Das ist wunderbar. Tower is shooting. But not today. Nobody fucked with Alice. So stelle ich mir ungefähr die Sakura vor. Wenn sie durch die Diskotheken geht und genug hat. Was macht sie dann mit der Hino? Die hauen sich, die patschen sich dann an die Händchen. What? Die patschen sich dann an die Händchen und treten einfach alles platt. Autsch! Nur eine Fleischwunde. Ja, ja, just a flesh wound. Ich habe überlegt, Pokémon Crystal weiter zu spielen. Aber ich habe mich doch im Endeffekt ein bisschen anders dazu entschieden. Don't know why. I need some roses. Sakura makes destroy all. Alter, die läuft. I have bigger balls as you. So beautiful. Alter, die Alice läuft, als hätte die Eier. So richtig dick behaarte.
Autsch! Zu viele Verehrer sind nicht gut. Ihr geht mir auf den Sack. Ja, so stelle ich mir das ungefähr bei euch vor. Ich will da rein. Bäm, schon wieder das Herz von dem Jungen gebrochen. Also, Mädels, das geht so nicht. Ha, da bin ich einer Kanonenkugel ausgewichen. Nur Alice hat die wahren Balls. Das ist so grausam. Ist... Hola, soy... There or AFK? Sakura, Hino, wir lieben euch. Wir machen euch beiden den Hof. Nein, ich mach meinen Hof selbst. Alter. Das sind doch echt zu viele. Rausreißen. Und wieder ein Verehrer plättet. Wieder ein Korb. Nein. I am heartless. I don't want love. Valentine's Day is trash. I destroy all signs of love. I am Alice. Now I have hairy balls. I'm going to destroy all what you want. Yeah. No Valentine's Day for me. Jo, soweit ganz gut. Alice, no! Don't drink that! It makes you tiny! Noch. Na gut. Jo, soweit ganz